Wo man hinsieht, hängen leicht oder gar nicht bekleidete Frauen an der Wand. Schöpfer dieser Werke ist Manfred Weil. Der 92-Jährige malt schon seit jeher Bilder vom schönen Geschlecht und das mit großem Erfolg. Zur Vernissage waren nämlich allerhand Kunstliebhaber gekommen und gratulierten dem Künstler zu seinem Schaffen. Doch warum sind es eigentlich Frauen, auf die Manfred Weil sein Hauptaugenmerk gelegt hat? Die geben mir her. Die geben einfach mehr. Ich sage immer, ein Mann, ich betrifft die Malerei wohlgemerkt, ein Mann ist nichts dran. Auch das betrifft auch Ausstrahlung und formale Möglichkeiten. Ne? Gibt eine Frau eben mehr her, das ist so. Es war immer so in der Malerei. Ausstellungsort war die Galerie Rasch in Bornheim. Inhaber Wilfried Rasch ist begeistert von den Werken, aber das war nicht der einzige Grund, die Jahresausstellung von Manfred Weil bei sich zu veranstalten. Naja, also da muss man natürlich selbst auch kunstinteressiert sein, was der Fall ist. Und vor allen Dingen ist es ja bei Weil so oder bei Manfred Weil so, er macht einfach schöne Bilder. Und mit zunehmendem Alter, muss man auch mal sagen, werden die Bilder immer besser, immer schöner. Zwischen den großen Kunstmuseen in Köln und Bonn ist die Galerie Rasch eine große Bereicherung. Genau aus diesem Grund war auch Bornheims stellvertretender Bürgermeister Heinrich Hönig gekommen. Also die Ausstellung oder eine Galerie, wie sie hier die Herr Rasch betreibt, ist für Bornheim schon etwas ganz Besonderes. Wie bereits in meiner Rede erwähnt, wir sitzen zwischen zwei großen Städten, Köln und Bonn, mit großen Kunstmuseen. Und für uns als Stadt ist es sehr wichtig, dass wir ein Stück der Kunst, die man sonst nur in großen Städten sieht, hier vor Ort durch die, unter anderem jetzt durch die Galerie Rasch, den Bürgern näher gebracht wird. Wenn man schon einmal selbst ein Bild gemalt hat, ohne das Motiv zu kennen, dann verlässt man sich schon gerne mal auf sein Bauchgefühl. Da ist Manfred Weil aber ganz anderer Meinung. Ich verlasse mich nicht auf das Gefühl. Das ist trügerisch. Gefühle sind trügerisch. Ich gehe mehr auf das Solide, auf die Kontrolle, auf das, worauf kommt es an. Bis zu einer gewissen Grenze kann man das ja ausloten. Nachher ist weniger das Gefühl als die Ahnung. Es könnte so richtig sein. Ich verlasse mich da nicht auf mein Gefühl. Tja, da hört man's. Wenn man mit dem Kopf malt, entstehen sehr ansehnliche Werke. Manfred Weil wird auch weiterhin, wie er uns sagte, seiner Fantasie, solange es noch geht, auf der Leinwand freien Lauf lassen.